Hallihallo, liebe Fans des LS19. Willkommen zurück auf der Südhemmen. Ja, ich habe jetzt kurz vor der Aufnahme habe ich jetzt mal probiert. Was heißt probiert? Ich habe jetzt GPS eingestellt, dass wir hier gerade fahren können. Kommt auch mit der Gradzahl ungefähr hin. Dass wir hier die Felder 8 und 9, haben wir ja gesagt, legen wir zusammen. Müssen wir später einen Rundkurs noch einfahren, dass die ganzen anderen Helfer und Maschinen Bescheid wissen. Ne? Wird jetzt wohl so sein, dass das mit dem Flug, wir können jetzt mal gucken, ob das da hinhaut. Wenn wir den jetzt nämlich drehen, und dann kann es tatsächlich sein, dass das nicht funktioniert. Wir gucken jetzt mal, wenn wir nicht drehen, wie es dann funktioniert. Ich müsste, glaube ich, weiter wenden, den Wendekreis weitermachen, sonst durch das Nachlaufen hier hinten sieht man es. Hat er eine Ecke liegen lassen. Guck, das wundert mich. Der Gruppe hat jetzt unten am Feld hat er gewendet. Kein Problem. Hier oben macht er immer Worte. Gut, das hat sich auch erledigt demnächst. Wenn das Feld zusammengelegt ist, dann braucht er nicht mehr wenden. Ja? Dann fährt er durch und bleibt am Baum hängen. Wie es üblich ist, ne? Genau. So, dele. Ja, kann sich nur noch um Tage handeln, dass man die Felder zusammengelegt habe, aber dann haben wir auch was davon später. Guck, ihr seht es, ich müsste jetzt wieder hier hochfahren, weil ich den Flug nicht gewendet habe. Deswegen können wir tatsächlich mal testen, wenn wir hoch oben sind wieder und wir das Schätzchen wenden, ob wir dann besser vorankommen. Hallo, Herr Kollege. Wieso? Bitteschön. Kannst du jetzt so wunderbar wenden oder kannst du es nicht? Nee, er kann es nicht. Er kann es nicht. Ah, Gott. Er stand gerade, hätte einfach gerade nach hinten fahren müssen und lenken und schlägt ein. Fragt mich nicht, wieso. Ob das an dem Krüpper liegt, dass er mit dem nicht zurechtkommt, aber der Uno macht das doch auch. Schwere Sache, schwere Sache. So, das haben wir durchgezogen. Jetzt wende ich mal den Flug. Vielleicht haben wir dann Glück, dass es dann wieder passt. Eigentlich, ja, eigentlich eine logische Sache. Wenn man es wendet, er fährt in die andere Richtung, hat man dieselbe Breite wieder, ne? So soll es eigentlich sein. So, ablasse. Ja, also wenn ich jetzt die... Nee, wisst ihr? Da ist halt ein Versatz drin und dann passt es nicht. Das heißt, auf der einen Seite passt es, auf der anderen passt es nicht. Hat auch nichts damit zu tun, dass wir zu breite Arbeitsbreiten haben, weil die ist angegeben mit 4,90 Meter und ich habe nur 4,50 Meter eingestellt. Glaube ich zumindest. Das checken wir gleich. Irgendwann in den nächsten Jahren ist der Deutz in Position und fährt nach unten. Wie jetzt zum Beispiel. Ich freue mich. Das hast du gut hingekriegt. Wow. Oh, halalalalala. Senken. Senken. So. Ab geht's. Ja, das war eine gute Idee. Von dem... in den Kommentaren, dass wir die zusammenlegen. Er hat drüber nachgedacht, habe ich da eigentlich auch schon. Weil den Weg dazwischen, den brauchst du eigentlich nicht bekommen. Wir haben hier ringsrum Zuwegungen und Wege. Da hätten wir den in der Mitte, brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja. Macht Sinn, danke. Nur mal gucken, dass wir danach täglich noch grubbern müssen und vielleicht auch noch mal kalken müssen. Weil das... diese Parzelle hat ja noch nie Kalk gesehen. Passt auch mit dem anderen Helfer, der wird uns dann nicht im Weg sein und wir ihm auch nicht. So, macht es jetzt Sinn, wenn ich den Flug wende? Ja, auf jeden Fall. Dafür haben wir doch einen Wendeflug, denn. Ja, und der Johnny zieht es hier, als ob er nichts dran hätte, das ist wunderbar. Das ist gut. Guck mal, wie das hier fällt, die Erde dahin. Seht ihr das? Jawollo.
Textur finde ich gut gelungen. Die ist zwar komplett flach, wenn man so guckt, aber sieht durch die Schattierung echt gut aus. Ja, der Deutz hat so sein Malheur. Der Une ist ja auch jetzt wieder am Rumkaspernde. Das nächste Mal mit dem anderen Traktor probieren. Wobei ich glaube, das liegt nicht daran. Dort liegt nicht da dran, ey. Aber seht ihr, ich muss jetzt wieder hier nochmal zurückfahren, dass es passt. Also, ja, ist schon nicht ganz so simpel. Wenn ich es jetzt ohne GPS machen würde, hätte ich natürlich gleich mehr erwischt. Aber ihr seht, durch das, dass wir jetzt gerade fahren, kriegen wir auch jetzt hier eine schöne Kante hin am bestehenden Neunerfeld. Das passt dann soweit. Das finde ich ganz gut, ne? Sind mir ganz praktisch, wenn es passt. So, kommt der Deutsch schon hoch wieder. Irgendwann kriegt das hin. So ein Typ, der braucht ja doppelt so lang, oder? Das heißt, der kriegt auch doppelt so viel Geld dafür. Schweinerei, Betrug, Korruption, Meuterei, was auch immer. So, jetzt machen wir hin und noch ein bisschen 2-3 Mal quer und dann können wir in die andere Richtung flügen. Das passt nicht 100%, weil das 8er Feld weiter rausschaut als das 9er. Aber das stört mich jetzt relativ wenig. Schwuppdiwupp, ne? Sag ich schon nur. Alt X aktivieren, V senken und der Deutz. Oh, er kommt tatsächlich wieder hoch. Ja, hat hier nur eine halbe Stunde gedauert. Oh, der Kalksteuer ist fertig, das freut mich. Also wie gesagt, die Böden alle so weit vorbereiten, dass man, sobald es wärmer wird, die Felder, ja, genau, alles einsehen kann. Das ist jetzt erstmal im Frühling die Hauptarbeit. Wintergerst, man kann zwar alles einsehen, aber die Temperaturen passen noch nicht. Deswegen. Haben Sie Probleme mit Alkohol? Nee, aber ohne. So. Jetzt in die andere Richtung. Ich hoffe, ich langweile euch nicht so dermaßen. Aber jetzt kommt der Kommentar, das Argument von mir. Im 17er gab es einen GPS-Mod, hätte ich jetzt einfach nur den Kurs 90 Grad gedreht, dann wäre es gut gewesen. Das geht hier nicht. Es geht nur eins, dass der fertig ist. Den lassen wir mal. Dürfte eigentlich jetzt nichts mehr zu kalken sein. Das hat er auch ganz gut gemacht. Das lassen wir auch so. Ja, sieht gut aus. Okay.
Muss aber noch gegrubbert werden, beziehungsweise müssen wir uns im Klaren sein, was wir hier einpflanzen wollen. Weil ich glaube, dass die, genau, die große Seemaschine ist hier eine Direkt-Saat-Maschine. Und die werde ich auch als erstes brauchen, weil die Einzelkorn brauche ich jetzt nicht. Die Einzelkorn ist zwar ganz cool, weil ne, Zwiebeln und Karotten und sowas, aber mit Zwiebeln, Karotten kriege ich weder Stroh noch Heu noch sonst was raus. Für die, da ist mir falsch. Ui! Ja. Hillclimb oder was? Für die Tiere brauche ich jetzt erstmal Gras und Heu und Stroh. Zumindest mal irgendwo ein Feld oder ein, zwei Felder, die dann auch Stroh abwerfen. Hafer macht natürlich Sinn, weil die Pferde brauchen auch Hafer. Müssen wir gleich mal gucken, wie warm oder wie mild es denn sein soll, dass der Hafer auch aufgeht. Ja, bringt ja nichts, wenn wir jetzt anfangen hier einzusehen und oh ja, toll. Und dann kann man das machen, allerdings geht dann die Frucht nicht auf, das Korn geht nicht auf, es keimt nicht. Dann haben wir böse in die Hose geschissen, ne? Das ist nicht so toll. Lass mal gerade hier stehen. Du bist hier der Wendemeister, mein lieber Freund. So, nein, 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 ja, vielleicht. Nein, 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 vielleicht. So, was war das dann? Mein lieber Freund, mein Handy dreht gerade durch. So, Steuerung S. Also ich sehe hier nicht Führungsmodus AB gerade. Das anders geht nichts hier. Linientyp A und B. Hier geht nichts feststellen. Also ich kann den Kurs nicht drehen. Helft mir weiter. Ich weiß es nicht. Am Geländewinkel ausrichten. Das weiß ich nicht, was das bedeuten soll. Ob das dann... Ach, das kann natürlich sein, dass man dann automatisch gerade fährt. Das kannst du haben. Ne? So, ich gehe mal mit der Breite. Warum auch immer. Ne, müssen wir eigentlich nicht. Wir gehen doch ein bisschen niedriger. Aber das bringt eh nichts, weil... Ne? So. Zurück. Ach so, genau. Ich muss ja... Neues A und B setzen, gell? So, mal genau ausrichten. Wir sind hier jetzt bei 360 Grad, so gut wie. So. Setzen wir mal A neu an. Zurück, dann fahren wir mal einen Schluck vorher. Versuchen gerade zu bleiben, halbwegs. Das sieht ganz gut aus. Genau, und jetzt setzen wir B. Und dann passt es auch wieder. Es geht eigentlich, ja, so ganz brutal umständlich ist es ja nicht. Der Warrior ist fertig, den lassen wir aber da stehen. Der kann hier gleich weitermachen. So, Alt-X aktivieren, Gas geben, Flug senken und... Gott, Felder zulassen, ist nur aktiviert. Ja, wie schon gesagt, ich möchte euch jetzt nicht zu Tode langweilen, weil hier andauernd ein Flughorn runterfährt, aber... Ist halt eben so. Ne? Im Moment ist es die Bodenbearbeitung und irgendwann ist dann wieder das Einsehen und das Düngen und das Spritzen, whatever. Aber das war schon, ja, war schon richtig, dass man das zusammenlegen. Guck doch mal den Flatscher hier an, da hast du echt von einer derselben Frucht einen guten Ertrag. Und wer möchte das nicht, gell? Ja, das haut wieder nicht hin, aber egal. Das ist schon okay so. Und wenn wir GPS haben, können wir auch noch gerade die letzten Sekunden und Minuten im Traktor verbringen. So, dann lernen noch ein bisschen, komm. So, ist brav, danke dir. So, man sieht es wieder, wir müssen wieder anders anfangen, sonst haben wir hier einen Streifen, den wir nicht kriegen. Oh ja, dran denken, nicht zu früh ablassen, dann hast du den Weg kaputt gemacht dahin. Ich glaube, ich habe schon eine Ecke erwischt. Aufpassen. Konzentration.
So, das ist es doch. Was ist das? Achso, genau. Ja, es ist halt. Die Viertelstunde ist mal genau gar nichts. Es ist ja schon vorgeschlagen worden oder mal gefragt worden, bin ich, ob ich denn nicht die Folgenlänge machen könnte. Gerade die mit dem Seasons Mod würde ich gerne machen. Vielleicht sind da ein, zwei dabei, die irgendwann ein bisschen länger sind. Problem ist halt eben, ihr wisst es, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, die Zeit, also jede Folge dann eine halbe Stunde ist ja schon mal dann, ja, über die Woche gesehen, eineinhalb, zwei Stunden Länge, die ich dann vielleicht aufnehmen würde oder müsste. Und ja, das Ganze muss auch wieder hochgeladen werden. Ne? Meine Internetgeschwindigkeit, die ist zwar okay, reicht mir voll und ganz, aber doppelt so lange Folgen, doppelt so lang hochladen. Ne? Und ich habe oft die Zeit nicht, um so lange zu warten. Dann nehme ich abends spät auf, dann muss der Battle hochgeladen sein, dass ich ihn auch noch bearbeiten kann mit Thumbnail und Gedöns und hast du nicht gesehen. Und dass ihr das morgens 4:15 auf dem Schirm habt. Gut. Gut, okay. Ich mache das jetzt offline weiter. Ist ja nicht mehr viel, aber trotzdem, das machen wir jetzt. Das mache ich jetzt alleine fertig hier. Und lasse dann den Deutz, nehme ich mir auch selbst unter den Hirn, unter den Podex. Und mache hier die Gruppeheime noch mal schnell drüber. Dann schaue ich mir nach, ob wir hier Kalk brauchen. Und jo. Gut, dann, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Oder ein Abo, wie ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns, was haben wir heute? Heute ist Mittwoch, dann sehen wir uns genau am Freitag für 3 Folgen Südhemmen. Und dann gucke ich mal, da können wir vielleicht ein bisschen spulen am Freitag, dass wir hier mal ein bisschen weiter zu Potte kommen. Und ja, denke mal, das kriegen wir schon hin. Alle, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.